Ein gewichtiges Thema im Hause Lambardi sind die neuen Magermaße von Sarah, 26. Ihr Freund Roberto, 30, steht auf Kurven und will die alte Sarah zurück. Kilokrieg mit ihrem Liebsten. Bei Sarah Lombardi hängt der Haussegen schief. Im Interview mit Red beklagte die Sängerin letzte Woche, dass ihr Freund an ihrer Topfigur herummäkelt, der Halbitaliener, mit dem das DSDS-Sternchen seit letztem Sommer zusammen ist, hätte es gerne wieder etwas weiblicher, also er sagt, ich dürfte auch kurvig sein. Und er sagt auch immer, du darfst auf gar keinen Fall deine ganzen Kurven verlieren, ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen die speckige Sarah haben. Und weiter, er mag eigentlich auch meine Hamster Back Chen. Er sagt, die werden langsam zu dünn, verrät sie. Roberto vermisst Sarahs Pülster Chen, dabei hat sich die Sängerin doch so für ihren Muckimann gequält und die hartnäckigen Funde mit intensivem Kalorienzählen und Krafttraining bekämpft. So wie jetzt, in diesem Fitnesswahn, war ich noch nie, erzählte sie letztes Jahr stolz. Sie trank Proteinshakes, nahm Diätpillen und warb für die Fit Capes von Natural Möhlchö, die dir Fettverbrennung ankurbeln sollen. Sarah berichtet, im Familienurlaub auf Kos zeigte sie ihren straffen Bikini-Body voller Stolz. Zu Recht, so viel Disziplin legt schließlich nicht jeder an den Tag. Doch das war längst nicht alles, Sarah nahm vor wenigen Wochen auch noch das kräftezehrende Engagement für Dancing on Ice, satt. 1. Sonntags, 20 Uhr und 15 Minuten, an. Bestimmt wollte sie sich auch für ihren neuen Partner in Bestform bringen. Und jetzt dieser Diss. Also, wir wären da ganz schon bedient. Und Sarah? Die hat angekündigt, dass Roberto zwar zu ihr nach Köln ziehen will, er sich aber erstmal eine eigene Bude suchen muss. Findest du, Sarah übertreibt es mit ihrer Fitness? Nimm an unserer Umfrage am Ende teil. Text: Maike Rodon.